Ja, ihr kennt das. Ihr seid auf einer einsamen Insel gestrandet, habt euch noch gerade so auf euren neu aufgesetzten Rechner die rettende Docker-Image mit dem Notrufprogramm drauf kopiert, aber völlig vergessen, dass ihr gar keine Docker-Runtime auf dem Rechner habt. Was macht ihr da? So. Genau, also wir wollen irgendwie ein Docker-Image starten, haben aber keine Docker-Runtime und das ist ein frisch aufgesetztes Debian-System. Wir haben so gut wie nichts drauf. Und deswegen schreiben wir Silicon, die Silicon Container Runtime, in etwa 75 Zeilen Shell-Skript. Ja, was meine ich eigentlich, wenn ich ein Docker-Image speichere ohne Docker-Runtime? Docker hat den Docker-Image-Save-Befehl, damit kann ich einfach das gesamte Image in einem Tararchiv speichern und da haben wir dann so, wenn wir schauen, was da so drin ist, haben wir da so ein paar Tararchive, ein paar JSON-Dateien, dann noch so ein Manifest, was auch eine JSON-Datei ist. Und viele von diesen Dateien haben so lange Hex-Nummern als Dateinamen. Bei ganz vielen Dingen in so einem Container-Image ist die Regel, der Dateiname entspricht dem SH2256-Hash des Inhalts. Ein Problem ist, worauf wir gleich sofort stoßen, mit Debian-Bordmitteln können wir keine JSON-Dateien parsen. Das heißt, was wir machen ist, wir lesen diese JSON-Dateien manuell. Hier ist zum Beispiel das Manifest, da steht nochmal drin, welche dieser Dateien sind unsere Config-Datei, welche sind unsere Layer-Archive und was ist die Reihenfolge dieser Layer-Archive. Und ja, da werden wir dann gleich dazu kommen, was wir mit diesen Informationen in dem Manifest machen. Die Config-Datei ignorieren wir jetzt erstmal völlig. Da steht eigentlich normalerweise drin, welchen Befehl wollen wir in dem Docker-Image starten und wie das Environment aus und noch so ein paar andere Dinge. Das ist uns aber alles egal. Wir starten im Docker-Image einfach Bash und haben so ein sehr generisches Environment. Ja, was passiert eigentlich, wenn eine Docker-Runtime einen Container startet? Was passiert ist, wir haben unter Linux Namespaces, die separate Instanzen von verschiedenen Betriebssystemfunktionen sind, mit denen dann Prozesse in so einem Namespace ausgeführt werden können. Und dann haben diese Prozesse eben eine andere Sicht, zum Beispiel auf die gemounteten Dateisysteme, auf die Netzwerkinterfaces, haben einen eigenen Baum von Prozess-IDs, die wieder mit der PID-1 beginnen. Interprozesskommunikation, es gibt UTS-Namespaces, die dann im Container einen anderen Hostnamen setzen. Und schließlich User-Namespaces für separate User-IDs. Die meisten Namespaces können wir nur als Root erstellen. Ausnahme sind User-Namespaces. Damit können wir in den meisten modernen Linux-Distributionen mit unserem normalen User einen separaten Satz User-IDs vergeben und innerhalb des Namespaces dann die Root-UID haben, die jetzt natürlich keine vollständigen Root-Rechte auf dem System hat, aber uns bestimmte Dinge erlauben, die wir sonst ohne Root nicht machen könnten. Zum Beispiel diese ganzen anderen Namespaces erzeugen. Und genau, normalerweise können wir ohne Root-Rechte allerdings nur unsere eigene User-ID in den Container mappen, haben also im Container dann nur eine einzige User-ID zur Verfügung. Was es aber praktischerweise gibt, sind die Sub-UID und Sub-Git-Dateien, die zumindest auf Single-User-Systemen normalerweise automatisch befüllt werden mit eben solchen User-ID-Ranges, die dann eben man zusätzlich kontrollieren kann über die New-UID-Map und New-Git-Map-Befehle, die allerdings tatsächlich kurz Root-Rechte brauchen. Deswegen sind die auf dem normalen Linux-System als Z-UID installiert. Genau, aber damit können wir mit dem Unshare-Befehl, der zu den Bordmitteln gehört, uns einfach einen Satz von diesen ganzen Namespaces erzeugen mit Map-Root-User, Map-Users-Auto, Map-Groups-Auto. Nutzen wir automatisch die uns zur Verfügung stehenden User-IDs, um im Namespace eben einen ganzen Satz von 2 hoch 16 User-IDs zu haben. Und wir erzeugen auch diese ganzen anderen Namespaces und können dann in diesem aktuell noch nicht wirklich Container, aber in diesen Namespaces Code ausführen. Wenn wir das machen, zum Beispiel einfach eine Shell ausführen, sehen wir zum Beispiel, da drin existieren unsere ganzen Netzwerkinterfaces nicht mehr. Wir haben nur noch ein Loopback-Interface. Das, was wir darin ausführen, ist also vom Netzwerk des Hosts isoliert. So, weiter geht's. Wir haben einen Mount-Namespace und wir können tatsächlich, obwohl wir eigentlich ursprünglich nicht Root auf unserem System waren, in diesem User plus Mount-Namespace bestimmte Dateisysteme mounten. Keine echten Dateisysteme, aber viele virtuelle, zum Beispiel ein TempFS. Wir mounten uns ein Workdir, damit wir hinterher nicht wieder aufräumen müssen, was wir jetzt alles gleich einrichten, denn wenn der Mount-Namespace verschwindet, wird das TempFS verschwinden und alles, was da drin steckt. So, ich hatte gesagt, wir können keine JSON-Dateien parsen, das heißt, wir müssen uns einmal für unsere Runtime das, was wir aus dem Manifest uns an Informationen rausgezogen haben und vielleicht aus der Config.json, in ein für ein Shell-Skript verarbeitbares Format bringen. Das ist also einfach diese Config.sh, wo einmal die Liste der Layer drin steht und dann noch der Befehl, den wir ausführen wollen, das Environment und der Hostname.
Das sieht ein bisschen komplizierter aus, aber eigentlich gehen wir es in der Schleife nur über alle unsere Layer-Archive drüber und entpacken die in Verzeichnisse mit den Namen Layer 0, Layer 1, Layer 2 und so weiter. Und bauen uns dabei so einen String zusammen namens LowerDir, der einfach diese ganzen Verzeichnisse mit Doppelpunkt getrennt enthält. Das brauchen wir gleich. Und zwar für den Mount des rootfs. Wir können diese Archive für die einzelnen Layer jetzt einfach übereinander entpacken. Das ist aber eigentlich nicht hundertprozentig korrekt, denn wenn ein höherer Layer eine Datei löscht aus einem unteren Layer, dann würde beim auf dem Übereinander entpacken dabei nicht das richtige Ergebnis rauskommen. Aber seit einigen Kernel-Versionen, ich glaube seit Kernel 15 oder sowas, können wir in einem User-Namespace tatsächlich unprivilegiert das Overlay-FS nutzen und diese ganzen Layer-Verzeichnisse korrekt übereinander mounten und dann auch ein Upper-Dir definieren, wo dann unsere ganzen Änderungen, die innerhalb während der Container läuft, eben passieren, die landen dann im Upper Dir. Das können wir uns, in diesem Fall haben wir das in unserem temporären Work Dir. Das ist also, verschwindet also wieder, sobald wir den Container beenden. Aber da könnten wir auch ein Verzeichnis aus unserem übergeordneten Host-System reinmounten, denn auch Bind-Mounts können wir in Mount-Namespaces einfach so machen. Ja, noch ein paar Mounts, die wir auf jeden Fall brauchen im Container. Wir brauchen ein procfs, ein sysfs, wir brauchen ein slash run und slash temp. Oder zumindest für die meisten Container werden wir diese Sachen brauchen. Das sind alles auch Sachen, die wir in unserem User plus Mount Namespace machen können. Unter slash dev brauchen wir noch ein paar spezielle Devices, die ohne die das System normalerweise nicht sehr gut funktioniert. Dev 0, dev 0, full, random, urandom, ttby. Die bind-mounten wir einfach aus unserem Host-Dev-Verzeichnis. Dann brauchen wir noch ein paar Verzeichnis-Mounts, dev pts und dev shm. Die existieren eben auch unter dev normalerweise oft unter dem Linux-System. Und wir müssen ein paar Symlinks erzeugen in unserem slash dev, einfach für Standard in, Standard out, Standard R und ein bisschen anderer Kram. Schließlich können wir, weil wir ein UTS-Namespace erzeugt haben, auch ein Hostname setzen. Wenn wir das nicht machen würden, würde einfach der Hostname vom Hostsystem erhalten bleiben. Und jetzt der interessante Teil. Pivot root vertauscht das im aktuellen Mount-System existierende Root-Dateisystem oder den Mount davon mit einem anderen Verzeichnis. In diesem Fall sagen wir jetzt, das Verzeichnis Punkt, das ist das Verzeichnis, wo wir also gerade drin sind, in dem wir gerade unser ganzes Container-Setup mit slash dev, proc, sys und so weiter eingerichtet haben, das soll der neue Root werden. Das soll jetzt unser rootfs sein und das alte Root-Dateisystem wird einfach unter slash tmp temporär hingelegt, weil pivot-root immer erfordert, dass wir es ersetzt eben nicht einfach das Dateisystem, es vertauscht die beiden Mounts. So, und jetzt sind wir fast so weit, dass wir tatsächlich in unserem Container etwas ausführen können. Wir ersetzen unser Environment durch das, was wir in unserer Config-Datei definiert haben. Dann sind wir jetzt in einem Kontext, der tatsächlich irgendwie schon in unserem Container-Root-Dateisystem ist. Wir machen ein U-Mount von unserem alten Root-Dateisystem, was wir unter slash tmp abgelegt hatten. Das L für lazy oder detached sorgt einfach dafür, dass uns das Dateisystem mit all seinen Untermounts und allem uns egal ist. Das wird einfach alles verschwinden aus diesem Container-Namespace, sodass wir nur noch das sehen, was wir jetzt neu als Root-Dateisystem uns hingemountet haben. Das ist auch eine Einschränkung von diesem ganzen Skript. Der U-Mount-Befehl wird in diesem Fall schon aus dem Root-Dateisystem des Containers ausgeführt. Der muss also im Container-Image vorhanden sein, damit dieser ganze Kram so funktioniert. Und zu guter Letzt führen wir dann den in unserer Config-Datei gesetzten Befehl aus. Und wenn man das jetzt so ausführt, dann sehen wir plötzlich, gut, mit meinem Test-Container, wir haben da jetzt eine Bash in unserem Container gestartet, der Hostname, den wir hatten, ist gesetzt, wir sind root in diesem Container. Wenn wir uns die Mounts anschauen, dann sehen wir genau die Mounts, die wir da eben konfiguriert haben, für Prox und so weiter und ein bisschen Kram unter dev. Ja, und das ist es eigentlich schon. So baut man sich einen sehr schlechten Ersatz für Docker oder vielleicht eher Podman in diesem Fall, weil es eben ein rootless Container, eine rootless Container Runtime ist, die ohne einen Daemon auskommt. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, man findet mich auf Mastodon oder auf GitHub. Die ganzen Slides und das Skript sowie eine README dazu kriegt man alle auf meinem GitHub-Account. Vielen Dank.